Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games, und willkommen zurück zu der Division 2. Das ist ein Zungenbrecher. Oh, Sichtkontakt? Ja, warte, ich hab hier Sichtkontakt. Oh, Stufe 4 braucht schon zwei Schüsse im Nahkampf. So, ich werde mich für den Anfang erstmal auf die Hauptmission konzentrieren, wie immer. Kann man Hunde killen? Tatsache, ruf Peter an. Fuck. Da ist ein Fragezeichen. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Silberarmband. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen können. Bestimmt nur verkaufen. Einsammeln und abspielen. Okay. Hör mit dem Quatsch auf, Peter. Schau dich doch mal um, Mann. Das tue ich. Und weißt du, was ich sehe? Was? Nichts. Endlose Tage voller Nichts. Alles ist weg. Wir glauben, dass wir es irgendwann wieder aufbauen können. Aber es ist weg. Oh, genau in so einen Hinterhalt. Oh, bleib hier sitzen. Ach du Scheiße. Boah. Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Genau. Uhu. Feinde erkannt. Was du nicht sagst, ey. Kritisch. Komm schon, baller dumme Ecke, ey. Oh, ich kann's nicht so weit werfen. Dämliche Waffe, ehrlich, schießt nicht so genau. Lade nach. Bin bei dir. Brauch eine bessere Position. Mann, die halten mich ganz schön nieder, da komme ich nicht dran. Wow. Perfekt, komm ruhig zu mir. Ein Schlüssel? Da komme ich ins Ausstattungslager. Soll es gewesen sein? Okay. Was? Das war's doch jetzt, oder? Komm ich da nicht rein? Wirklich nicht. Hier. Ha, nicht so gut wie meine jetzige. Einfach mal plündern. Die haben ja auch alle andere Fähigkeiten. Umgebung gesichert. Wir haben auch schon irgendwas Grünes angelegt. Die hat aber Fähigkeiten. Vielleicht ein bisschen besser. Ja, keine Ahnung. Hier auch Präzision haben wir. Gefahrenschutz ist aktiviert. Präzision, Schaden durch kritische Treffer 10. Also Präzision, kritische Treffer. Auch nicht so schlecht. Was immer Gefahrenschutz ist. Vielleicht erhöhen wir die Präzision einfach. Ich finde das besser. Stimmung gefunden. Gegenstand entdeckt. Ich finde es das schön, dass der Pfeil uns hier so durch die ganzen Gebäude schickt. Haben wir sonst nie gesehen. Was haben wir denn hier? Das ist das Safe House. Goddammit, okay. Das ist der einzige Ort hier in der Gegend, den die Hyenas nicht angerührt haben. Gut für uns. Ich habe hier interessante Aufklärungsdaten.
Hier sind auch andere Spieler, das ist ganz cool. Dann checken wir mal. Da haben Sie alle Hände voll zu tun. Viel Glück. Shaytech-Behälter erkannt. Gott, so viele Ziele, Nachschub, Aktivitäten down und ease abschließen. Boah, das ist eine Menge. Ich glaube, ich muss zurück zum Weißen Haus. Denn dort bekomme ich wieder neue Technologien. Da sind die Behälter. Ja, wir müssen, glaube ich, zum Weißen Haus. Geht gar nicht anders. Ist ein Stück. Feindlicher Kontrollpunkt in der Nähe. Sind wir das wirklich? Ich weiß ja nicht. Kommt wirklich nicht klar alleine. Boah, klasse! Machen wir den Kontrollpunkt fertig. Verstärkung unterwegs. Ich sag ja, das Geschütz ist mega. Da wird man mal zersäbelt. Komm schon. Oh Mann, ich dachte schon. Keine bösen Überraschungen. Oh shit, der ist wirklich schwer gepanzert. Turn ruhig rum, perfekt. Fertig machen. Das war easy. Und noch was zum Heilen bekommen. Immer noch. Ich dachte, wir haben es gesichert. Macht nix. Den Rest machen wir so weg. Das soll es gewesen sein. Boah, da kommen immer noch welche. Okay. Ab in den Vorratsraum, dann haben wir bestimmt wieder geile Sachen. Was ein Level up. Booyahs. Die ist gar nicht mal schlecht. Leg ich direkt an. Holster, ja. Auch. Weiter geht's. Oh, wow, auch nicht schlecht. Sprüht natürlich irre. Im Nahkampf vielleicht ganz gut. Nehme ich mal mit. Vielleicht eine andere Option. Auch nicht schlecht. Oder vielleicht sogar dasselbe. Ich weiß gar nicht. Schauen wir mal. Also Maske haben wir keine bekommen. Einfach mal alles durchgehen wieder. Da haben wir die Panzerweste. Natürlich ist die besser, aber ich möchte die Fähigkeiten irgendwie auch ausnutzen. Die ist einfach ein bisschen besser. Selbes Ding.
Ist es angelegt? Anlegen. Ich bin im Kampf. Warum das denn? Gut, das können wir auch so lassen. Muss ich gleich nochmal gucken. Muss nachladen. Tatsache. Oh ja, das Ding ist mega. Ja, nee, ist klar. Immer noch leicht ungenau, aber der Schaden ist gut. Auf uns warten noch mehr Kämpfe. Kontrollpunkt Officer benötigt, ja. Kann ich mit dem irgendwie interagieren? Nö. Gut, weiter zum Weißen Haus. Wenn das schick ist. Na schon, na. Ja, einfach mal mitnehmen. Ich hoffe, wir können das irgendwie verkaufen oder so. Ansonsten habe ich ganz viel wegzuschmeißen. So, gleich da. Hier ist noch ein Kontrollpunkt. Gut, fast um die Ecke. Ich finde es ein bisschen doof, dass ich so weit zurückrennen muss für die Fähigkeit oder Fertigkeit. Das ist ein bisschen doof. Aber mein Schutz durch die Rüstung ist immens gestiegen. Also wir haben schon geiles Zeug gefunden. Ja, ich glaube, danach bleibt uns gar nichts anderes über, als die Behälter und so einen Scheiß zu suchen. Elektronisches Gerät erkannt. Agent. Was gibt's denn? Meint er jetzt doch, Russland wäre verantwortlich? Nein, er ist tot. Das kann nicht sein. Doch, ich schwöre. Herzinfarkt vor einer Stunde. Die Reanimation war ohne Erfolg. Shit. Dann hat Mendes jetzt das Sagen. Hier ist echt nichts los. Wir müssen runter. Denke ich mal. Ich weiß nicht mehr. Mehr kann ich mir nicht leisten zu sagen. War hier irgendwo noch ein Eingang? Die Vögel, die sie durchqueren, sind Hyena-Gebiet. Das sind bösartige Arschlöcher, die Wehrlose ausplündern und Spaß töten. Und was sie nicht stillen können, zerstören sie. Sie waren vor allem ein Problem für die Theatersiedlung. Angesichts der Lage brauchen wir die Hilfe der Siedlung. So, einen Punkt haben wir. Die ums Überleben kämpfen, können sie nicht viel ausrichten. Versuchen sie also ein wenig Druck von ihnen zu nehmen. Aber vergessen sie nicht, dass wir das Shade-Netzwerk wieder in Schuss bringen müssen. Vielerorts hat nur die Division die Leute zusammengehalten. Aber seit DC Priorität hat, sind die meisten Agents völlig abgeschnitten. Ohne Unterstützung halten die nicht lange durch. Wie lange bleibt die Drohne denn? Wenn die ganze Zeit bleibt, wäre das mega. Dann fliegt die ja mit mir mit. Dann bräuchte ich auch dieses komische Geschütz nicht. Das könnten wir sogar upgraden, aber ich habe nicht genug. Was ist ein Glühwürmchen? Betäubt die bestimmt alle. Ja. Rollt bestimmt zum nächsten Gegner und explodiert dann. Macht irre viel Schaden, ey. Aber ich habe meine Granaten. Bin ich eigentlich mit zufrieden. Impulsgeber. Scannt die Umgebung nach Feinden. Sehr praktisch. Dann haben wir noch diesen Werfer. Der ist ziemlich interessant. Der heilt. Okay. Kann entweder ein Feuerteufel, Kampfschaum. Also bewegungsunfähig ist gar nicht so schlecht. Und dann eine Granate rein in die Gruppe. Aber meistens bleiben die sowieso stehen. Agent braucht Verstärkung. Oh, feindliche Rüstung zerstören. Das ist auch gar nicht mal so übel, denn wenn wir so dicke Brocken haben, weil die machen wir meistens sowieso ziemlich schnell kaputt. Oh.
Oh, und wenn ich dann reinballer, macht das noch mehr Schaden. Ich kann mich nicht entscheiden. Wow. Gut. Vorteile. Ja. Reparaturkit. Kein weiteres Tragen. Ich würde gerne... Ich muss mal gucken, ob ich das anlegen kann. Kann ich. Gut. Das wird dann auf Q platziert und dann haben wir erstmal. Gut, Waffen bin ich ehrlich gesagt mit zufrieden momentan. Das läuft. Das läuft echt gut. Ansonsten sollte ich noch einen Punkt ausgeben, definitiv. Beim Aufhören durch Betreten, also, habe ich das aufgefüllt. Auch richtig geil. Oh, ein weiteres Tragen wäre noch praktischer. Was haben wir denn hier? Inventarkapazität, auch sehr praktisch. Granaten, auch praktisch. So viel werde ich nicht im Lager erstmal haben. Vielleicht das Inventar so ein bisschen erhöhen. Gut, damit bin ich zufrieden. So, jetzt checke ich mal ganz kurz die Karte. Wir können natürlich ganz, 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 ganz viel machen gerade. Wir haben Kontrollpunkte eingenommen schon, das ist ziemlich nett. Hier haben wir unbekannte Aktivitäten, denen können wir nachgehen. Safe House, die Behälter können wir suchen. Ja, das sagt mir natürlich nichts, was meine Main Quest gerade ist. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber hier steht's ja. Aktivitäten im Downtown East abschließen, die Behälter finden. Ich denke, das machen wir auch mal. Und grasen wir einfach nach und nach alles ab. Nehmen die Kontrollpunkte ein, holen uns bessere Ausrüstung und so weiter und so fort. Oh, tut mir leid. Der erste Behälter sollte um die Ecke sein. Kein großes Thema. Da hinten haben wir wieder eine kleine Gruppe. Da könnten wir doch mal... Die hauen alle immer ab. Ich find's zum Kotzen. Tja. Vergeigt. Die hauen immer alle ab. Maniac. Das war's schon. Da war nur noch einer. Hier wird nie geflüchtet. Hier wird verreckt. Verbündeter Kontrollpunkt in der Nähe. So, wenn ich jetzt, elektronisches Gerät erkannt. Den Behälter hole, habe ich dann direkt einen Punkt? Das werden wir gleich sehen. Gott, sind die unfähig, ey. Gut. Ja, ich muss mal schauen. Das ist hier in dem Gebäude irgendwo. Ich muss mir mal gucken, wo ich hier Zugang krieg. Der Behälter scheint hier zu liegen. Einfach das Ding aufballern und reingehen.
Kreien wir uns das Ding, auf geht's.